Das heutige Video wird euch gesponsert von Ineba.com, dem Online-Marktplatz für die neuesten Games, wo ihr weniger als 70% vom Normalwert am Wochenende zahlen müsst. Wenn ihr ein Spiel haben wollt oder eine PSN-Karte, nutzt den Code Chappy und bekommt das Ganze für einen super, super Preis bei der ersten Neuanmeldung. Hallo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Wir haben in den letzten Tagen unglaublich viele Teaser und Videos zur neuen Operation bekommen, die jetzt am Dienstag ab 19 Uhr europäische Zeit bei uns starten wird. Und damit wir wirklich irgendwie auf dem Laufenden sind, was neu kommt, welche Maps neu kommen, was in Blackout sich verändert, welcher Spezi dazu kommt, machen wir heute dieses Video, damit wir alle auch wirklich auf dem Punkt informiert sind. Wir haben verschiedene Teaser und Videos bekommen zur neuen Operation. Wir wissen nach wie vor nicht, wie sie heißt. Es wird aber wahrscheinlich Operation Summer sein. Dazu gibt es dann wahrscheinlich wieder irgendeinen Spitznamen oder sonst sowas, so wie wir jetzt in den ersten drei Seasons gehabt haben. Wir haben verschiedene Teaser bekommen, wo unter anderem, und ihr werdet im Laufe des Videos auch alle Teaser einmal sehen, wo so zwischendurch immer mal gezeigt wurde, was wir Schönes dabei haben. Also unter anderem haben wir zum Beispiel den... Der hat unter anderem die Spezialfähigkeit als Sekundäre, so wie Crash zum Beispiel sein Munitionspaket hat, bekommt der Spectre als sekundäre Fähigkeit eine Smoke-Granate. Was die richtige Fähigkeit ist, ist nicht sicher. Es gab ja nämlich noch einen Teaser, den seht ihr auch im Laufe des Videos. Da hat er ein Black Ops Team ausgeschaltet mit einem Schwert. Und das Ganze ist dann out of the shadows. Also Shadow ist ja Spectre damals gewesen mit unsichtbar machen. Die Frage ist jetzt natürlich, kann er sich als Spezifähigkeit unsichtbar machen? Das wäre eine ziemlich schwache Spezifähigkeit für den Pub-Bereich. Also wenn man jetzt irgendwie nicht gerade S&Z spielen möchte. Oder hat er die Möglichkeit, sowas wie in Black Ops 3, dass er so eine Art Schwert wieder hat oder Messer war es ja damals, die irgendwie aus seinen Armen rausgekommen sind und damit Leute zu töten. Sicher ist man sich da nicht, da gab es bisher keine Info zu. Es ist auf jeden Fall sicher, der neueste 13. Spezialist wird Spectre sein und der 14. in der nächsten Season wird der Reaper sein, also Jesense. Das heißt, auf den Spectre kann man sich auf jeden Fall schon mal freuen. Wir haben dazu die Info bekommen, das sieht man zum Beispiel bei diesem Teaser auch, dass das Ganze sich in Blackout abspielt. Da hat er mit C4 eine ganze Wand voll geclustert, so 10 C4s waren das. Und diese Wand, die er dazu geclustert hat mit C4, um sie zu sprengen, war der Hydrowall auf Blackout. Das heißt, im Blackout wird er in der neuen Season ab nächster Woche den Hydrowall sprengen. Das heißt, der Damm, der wird dann nicht mehr da sein. Der Damm verschwindet sozusagen, das Wasser wird losfließen und entweder ist dann der Hydrodamm eine ebene Fläche, so dass man da eben nicht mehr zwei Gebäude hat, sondern eine ebene gerade Fläche mit ein paar vielleicht Böschungen oder ein bisschen Geröll oder sowas und das ganze Wasser wird weiter fließen oder es wird noch irgendwie Auswirkungen auf weitere Teile im Blackout haben. Das ist leider nur das, was man aus dem Teaser bisher rausgucken konnte. Es ist natürlich nicht 100% sicher, welche Veränderungen nach diesem Hydrowall, ich sag mal, Durchbruch mit dem C4 noch entstehen. Das C4 sagt uns im Prinzip aber auch wieder einiges aus den Teasern, da war Treyarch bisher relativ kreativ immer. Und zwar, wir werden C4 definitiv im Game demnächst haben, sowohl im Blackout als auch im Multiplayer. Meine Vermutung ist ja aktuell, dass wir den Spectre spielen können mit der Smoke-Granate als sekundäre Fähigkeit und mit dem Messer oder den Nahkampfmessern als primäre Fähigkeit. Die Aufladezeit wird wahrscheinlich wieder relativ zügig dabei sein und dazu bekommen wir dann C4 nicht als Ausrüstung vom Spectre, sondern als Ausrüstung, die wir neben der Splittergranate, Trophy System oder sonst was ausnutzen können. Wäre ganz cool, weil Smoke und C4 war bisher, glaube ich, in jedem Black Ops Teil drin. Ihr könnt mich da auch gerne berichtigen, wenn das falsch ist. Ich bin aber der Auffassung, in jedem Black Ops Teil hatte man bisher beide Ausrüstungen. Ich befürchte nur, dass wenn C4 nächste Woche ins Spiel kommt am Dienstag, dass wir vor allen Dingen so die ersten Tage nichts anderes mehr auf der Karte finden werden, als an jedem möglichen Punkt ein C4. Das wird relativ anstrengend. Dann aktuell haben wir noch ungefähr 24 Stunden, wenn ihr dieses Video seht, Double XP auf
alle Merits im Blackout, Double XP bei Multiplayer und bei Zombies. Der Zombie-Modus bekommt diesmal auch ein bisschen Liebe, da gibt es ein neues Gauntlet. Leider kenne ich mich mit Zombies wirklich gar nicht aus, deswegen muss es mit den Infos an der Stelle reichen. Es gibt, glaube ich, ein Infinity-Gauntlet oder irgendwie so heißt das. Und es tut mir leid, ich habe wirklich von Zombies überhaupt keine Ahnung. Das auf jeden Fall wurde groß angeteased, weil Black Treyarch sich auch ein neues Profilbild geholt hat. Und zwar so ein Gauntlet-Drache. Der scheint da irgendwas mit zu tun zu haben. Also an alle Zombie-Fans, es tut mir leid, das hier ist definitiv der falsche Kanal, wenn ihr für Zombie-Infos wartet, weil ich davon wirklich keine Ahnung habe. Das ist nicht negativ gemeint. Da möchte ich auch keinen Unsinn erzählen, weil das macht keinen Sinn dann. Neben dem Ganzen haben wir aber auch, wenn die neue Season anfängt, wieder die Möglichkeit, ungefähr 1 Milliarde Sticker aus dem Schwarzmarkt zu bekommen und 2 neue Waffen. Eine neue Waffe aus dem Schwarzmarkt wird definitiv die neue Sniper sein. Die zweite Waffe, da ist noch nichts rausgekommen. Ich vermute aber, es ist ein Sturmgewehr wird, aus dem einfachen Grund, dass das erste Sturmgewehr in der ersten Season, also die SWAT damals, schon etwas länger her ist. Seitdem haben wir jetzt noch die Daemon bekommen, seitdem haben wir die Krawall bekommen. Wir haben also einige neue Waffen, das heißt einige, eigentlich viel zu wenig dafür, dass das Black Ops 4 ist und dass hier Content erwartet werden kann. Aber wir haben ein paar neue Waffen bisher bekommen und das nächste, was einfach an der Line ist, ist die Sniper. Und dann geht sozusagen dieser Kreislauf wieder von vorne los und dementsprechend dann ein Sturmgewehr. Wenn ihr mich fragt, normalerweise müsste man den Black Ops Pass Besitzern auch viel, viel mehr bieten. Nicht nur, dass man im Schwarzmarkt zum Beispiel die Waffen sofort exklusiv anspielen kann, sondern vielleicht auch noch, dass die mehr als nur Remake Maps bekommen. Wir bekommen 3 neue Maps, die exklusiv für Black Ops Pass Holders sind. Jetzt könnte man sagen, okay, die kriegen ja was, aber dafür, dass die Leute 50, 60 Euro ausgegeben haben, werden sie von Treyarch im Prinzip wie Idioten behandelt. Oder von Activision. Ich bin es mittlerweile leid, immer zu sagen, dass einer von beiden schuldig ist. Für mich sind es beide zu gleichen Teilen, um ehrlich zu sein. Auf jeden Fall, die Black Ops Pass Holders bekommen 3 nagelneue Maps, da ist leider noch gar nicht klar, was für Maps das wirklich werden. Das einzige, was wirklich sicher ist, wir bekommen noch eine zusätzliche 4. Map sozusagen, und zwar WMD. Ich hoffe, einige von euch kennen die noch aus Black Ops 1. Es war eigentlich eine ganz nette Map, aber mal wieder ein Remake von einer Map, die wir im Prinzip nicht haben wollen. Wenn ich so dran denke, die Leute wollen Raid, Standoff, solche Maps, aber wirklich nicht sowas aus Black Ops 1. Es ist die 4. Map aus Black Ops 1, die remastered wird. Die Frage wird sein, ist es für alle oder ist es nur für Black Ops Pass Holders? Wenn ihr mich fragt, entweder muss man sich die Map kaufen oder sie ist exklusiv für Black Ops Pass Holders, einfach um da noch mehr Geld rauszuholen. Sicher ist es aber nicht. Das ist so das, was wir auf jeden Fall wissen. Es ist auch noch nicht sicher, ob das jetzt direkt nächsten Dienstag rauskommt. Sicher ist nur, das Update, was jetzt am Dienstag kommt, wird sehr groß sein, ca. 15 bis 20 GB. Und mit drin wird dann wieder 1-2 Sachen sein, die wir erst 1 oder 2 Wochen später freischalten können. Ich hoffe, das hat euch irgendwie alles Infos gegeben. Jetzt noch eine kleine Umfrage am Ende. Ich blende euch mal was ein. Guckt euch das gerne an. Stimmt mal unten in den Kommentaren ab, welchen der 4 Spezialisten würdet ihr, wenn ihr die Möglichkeit hättet, sofort entfernen. Meine Wahl geht ganz klar an Zero. Ganz ehrlich, alle 4 Spezialisten fucken ab, aber Zero ist das, was mich am meisten nervt in diesem Spiel. In diesem Sinne, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich bin raus. Haut rein.